Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Heute ist hier wieder die Untersuchung und wir rennen jetzt erstmal zum Kühlschrank und frühstücken erstmal ganz kräftig. Ich würde sagen, wir machen direkt hier auch nochmal Smoothies. Wasser können wir erst gleich holen. Dann kochen wir erstmal. So, 4 Stück, genau. Können wir dann auch wieder in den Kühlschrank schmeißen und dann würde ich sagen, gehen wir auch bald wieder in den Wald. Und mein Ziel ist es auch bald mit den Raketen anzufangen. Öffnen. So. Genau. Einmal so und einmal so. Ich würde jetzt auch noch nicht losgehen. Ich habe gerade schon mal aufgenommen. Da war ich im Wald. Dann kam der Typ hier hin und meinte, wenn ich mich den Untersuchungen entziehe, hat das halt Konsequenzen und habe mich dann entschieden. Ich mache jetzt einfach nochmal neu. Weil nicht, dass das dann doch irgendwas Krasses wird. Und wir müssen gleich noch ein bisschen was machen. Bisschen was verschleiern, sage ich mal. Ich weiß nur gerade nicht, wie wir das machen. Am besten. Moment. Also das eine, was wir machen müssen, ganz klar. Wir müssen erstmal hier die Samen loswerden. Das ist doch zu viel. Und natürlich auch das Fell. So, das nehmen wir alles mal mit hier runter. Ja, okay, da haben wir echt viel Platz. Moment, dann würde ich das hier aber auch mal nach ganz unten tun. Hier haben wir noch ein paar Teller drin. Ne, ein paar Schüsseln. Ja, die sind auch auffällig. Das ist auch ihm aufgefallen. So, genau. Da müssen wir auch jetzt wieder gießen. Und da schmeiße ich mal schnell hier rein. So. Ja. Dann das tue ich mit rein. Und die ganzen Samen. Die könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Ne? Genauso wie das Pelz. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Und wir gehen dann mal nochmal nach oben. Ja. So, das hatte der angemeckert. Okay, die können wir noch behalten. Da kriegen wir auch wenigstens 2 Glas raus. Wir gucken gerade nochmal auf den Plan oben für die Raketen. Und wir brauchen 50 Holz, 20 Metall und 10 Glas. Gut, wieder umdrehen. Nicht, dass das gleich auffällt. So, hier haben wir das ganze Zeugs reingetan. Also, da haben wir auf jeden Fall über 50. Hier haben wir über 20. Und dann brauchen wir Glas. Davon brauchen wir noch 8. Beziehungsweise 6. So, das würde ich direkt mal umwandeln. Ups. Ja, fortsetzen. Genau. Dann haben wir das schon mal. Und dann würde ich bald auch mit den Räumen weitermachen. Weil wenn wir unten eine Rakete bauen, dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Platz. Hat man ja im Trailer gesehen. Wo die denn ungefähr war und wie groß die dann war. Hä, wo sind... Achso, aha. Ganz typisch. Wenigstens kann ich von unten zugreifen. Na, geht aber trotzdem hoch. Schade. Okay, egal. Jo, da brauchen wir noch 6. Nö, nicht nehmen. Zudenken. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Und da kommt er auch schon. Dann lassen wir den Herrn nicht warten. So. Ja, das können wir soweit ein bisschen überspringen. Jetzt geht er wieder hoch. Dies ist ein Standardprotokoll. Und... Oh ja. Okay, sehr nice. Sehr nice. Dann haben wir da nämlich die 0%. Ich war da nämlich beim letzten Mal, war ich bei 75% oder so. Das war viel zu viel. Da haben wir gar keine Zeit mehr. Ja, wunderbar. Inspektion ist vorbei. Und dann brauchen wir Glas. Ich würde jetzt in den Wald erstmal gehen. So. Und da erstmal noch ein bisschen Beeren holen und sowas. Dann schauen wir doch mal. Da haben wir einmal Beeren... Nehmen. Nehmen. Und nehmen. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite haben wir auch noch einmal Beeren. Ja. Wunderbar. Sogar 3-mal. Und dann gehen wir wieder ein Level weiter rein. Oder nicht ein Level. Ein Abschnitt. Ja, sehr gut.
Soll ich hier rüber? Oh, da ist wieder Holz. Sehr nice. Nehmen. Und da haben wir auch wieder Beeren. Und dann geht's in Ebene Nummer 3. Einmal. Oh geil, noch mehr Holz. Weitere Geschenke der Natur. Es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder in den Wald zu gehen. Oh wow. Jo. Ja, dann können wir hier eigentlich direkt schon zum Schild und hinten anschließen. Jo. Jetzt gehen wir nämlich auf Stufe 2. Oder, ja, ne, Level 2, sowas. Genau. Und was haben wir hier? Da sind unsere Fallen, die sind aber... Geht das? Ne, geht leider nicht. Schade. Ich hoffe, die zerfallen nicht, wenn ich damit nichts mache. So, und nehmen. Okay, ich muss mal ganz kurz was machen. Eine Sekunde. So, okay. Wunderbar. So, 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 da haben wir auch noch was. Ja, richtig gut. Und weiter geht's. Wird auch schon wieder spät. Das heißt, wir haben den Tag schon mal sinnvoll mit Sammeln verbracht. Alter, so viel Holz. Zu schwer. Na super. Es ist alles zu schwer. Ach du Kacke. Ah, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ja gut, dann wir können eigentlich mal... Warten. Nee, das war nicht das Level. Es war eins weiter. Und da können wir mal mit dem Ümchen noch reden. Vielleicht verkaufen wir die Bären noch. Weil das Geld brauchen wir gerade, glaube ich, dringender. Säfte und sowas haben wir mehr als genug. Gucken wir mal gerade, was wir kriegen würden. Oder was wir verkaufen können besser. Ich habe übrigens gesehen, das hier ist so ein Spielfehler. Das gehört so auf jeden Fall nicht. Ach Quatsch. Doch, ist richtig. Die will keine Bären. Was? Ups. Ja, dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab. Zurück nach Hause. Jo. Wunderbar. Zu Hause. Es wird auch sehr, sehr spät. 24 Bären haben wir mitbekommen. Das ist doch schon mal gut. Das nehmen wir schon mal. Hä? Achso, ich habe das ganze Holz noch mit. Gott. Das finde ich blöd, dass er das nicht so vielleicht automatisch macht. Erstmal Nickerschen. 3, 2, 1, 0. Gehen wir erstmal dahin. Das andere kann geerntet werden, machen wir aber morgen. Jetzt wird es dazu spät für. Ich würde nämlich das Wasser lieber mitnehmen. Jo, das Holz tun wir jetzt einfach hier rein. Meine Vorbereitung ist niedrig. Das habe ich schon wahrgenommen. Wo ist jetzt das Holz hin? Ach ja, der Klassiker. Ach. So, okay. Und gute Nacht. Was ist das? Ach so, der wird schon wieder vermisst. Was macht er denn? Na gut. So, das Spiel speichert hier. Ja. Es braucht gerade einen Moment. Ich mach mal kurz einen Cut. So, ich habe diesen Cut auch jetzt gleichzeitig mal genutzt, um ein bisschen was essen zu gehen. Und ja, wir gehen auch jetzt mal im Spiel ein bisschen was essen, bevor wir weitermachen. Wir nehmen erstmal den einzelnen. Und den hier. Genau. So, dann ist das hier unten fertig gewesen. Dann würde ich sagen, ernten wir direkt mal. Jo. Da können wir eigentlich auch wieder verkaufen gehen. Hier haben wir die Samen drin, ne? Ne, wo habe ich den hingetan?
Ach hier, genau. 3x Karottensamen. Ja. Rübensamen. Dann brauchen wir dann noch einen. Ja, dann pflanzen wir mal. Hier kommen wieder die Rüben rüber. Unsere Finanzierung. Achso. Ja. Und Nummer 3. Und hier kommt wieder unsere Nahrung. Ja. Jo. Wunderbar. Könnte ich eigentlich die ganze Zeit so machen mit Shift. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Genau. Gut, dann müssen wir da wieder bestellen. Und gleichzeitig verkaufen. Wie viel haben wir denn jetzt zum Verkauf? Hier, ne? Ja, 12. Okay, 12 und 15. Die Karotten, die werden wir nicht verkaufen. Wir werden ja die Rüben verkaufen. Die Karotten behandelten wir selber für Suppen. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Wald. Beziehungsweise nicht in den Wald, sondern zu Jenny, genau. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und verkaufen mal unseren Krams. Können wir hier direkt auch mal mitnehmen. Guten Tag. Oh nein, die will keine Rüben mehr. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Was will die denn jetzt anstelle der Rüben? Was wäre denn gut? Ja gut, Mais können wir aber nicht machen. Orangen, können wir die pflanzen? Können wir Orangen pflanzen? Sollen wir vielleicht mal machen. So. Falsch. Ja, dann müssen wir aber auf jeden Fall auch Beeren sammeln. Weil die will sie noch. Achso, das war das letzte Level, genau. Ja, da müssen wir jetzt mal ganz schnell erstmal nach Hause. Wir haben ja Orangen da. So. Also zumindest nicht Orangen als Pflanze, sondern wenigstens als Samen. Dass wir da mal schauen können, ob wir das überhaupt machen können. Wäre ja schon mal ein Anfang. Jo. Orangen, genau. So. Jo. Ach du Scheiße. Ein Gewächshaus. Du willst mich doch verarschen. Dampfgenerator. Holz kann als Treibstoff verwendet werden. Werkbank Stufe 3. Eieiei. Moment, wir bestellen jetzt erstmal so, dass wir noch ein bisschen Glas bekommen. Sollten wir vielleicht zuerst mal machen. Achso, der muss jetzt erstmal dahin. Ja. 2 Stück können wir kaufen. Da kriegen wir dann 2 Glas raus. Das ist jetzt nicht viel. Kriegen wir vielleicht hier was? Der verkauft Stein. Und der verkauft kein... Nee, der verkauft leider kein Buch für Dingens. Oh Gott, Smaragd. Gold haben wir bekommen. Brauche ich Gold nicht? Zumindest haben wir ein bisschen was. Kochbuch. Ja, sonst haben wir gar keine Möglichkeit, ne, da ranzukommen. Nee. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist nicht gut. Ja, dann komm, machen wir wenigstens das. Ich guck mal gerade, wie viel Gold wir denn hatten. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo wir das brauchen. Ein Gold, das ist echt nichts. Ach komm, oder? Karotten würde ich auf jeden Fall pflanzen. Wobei, da habe ich sogar noch was. Kann ich mal gerade aufteilen. Ja, genau so. Und da pflanzen wir dann nochmal Karotten ein. Pflanzen. Ja, jetzt haben wir es. Gut, der kommt in 105 Sekunden. Nee, doch nicht. Das habe ich jetzt dabei. So. Wir können ja eigentlich auch... Oh, ich bin gerade nicht sicher. Eigentlich könnten wir da aus beidem jetzt Suppen machen.
Ja, komm, wir machen das mal. Die Rüben können wir jetzt leider eh nicht mehr verkaufen. Die will dann nichts mehr. Händler ist jetzt auch da mit unserem Glas. Oder was heißt der Händler? Der Postbote. Und damit haben wir auch das. Dann machen wir ein paar Rübensuppen, was soll's. Oh, muss schlafen. Dann wird es jetzt Zeit. Ah, das arme Fleisch. Die verkaufe ich. Wir machen aber erstmal die Cashen. Ja, genau. Das wollen wir gleich. Das wandeln wir später um. Und das sollte reichen. So über die Hälfte. Das reicht für die Nacht. Gehen wir wieder zu Jenny. Der verkaufen wir jetzt die ganzen Beeren. Auch wenn es leider nicht so viel bringt. Jo. Oh, die will sowieso nicht so viel. Von daher. Ja, Tomaten, ne? Tomaten sollten ja eigentlich gehen, oder? Hat die denn da was? Oh, das sind die ganz teuren Sachen. Orangensamen. Wird alles ein bisschen schwierig. Ich würde morgen nochmal in die Mine gehen und gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Vielleicht finden wir auch die Pilze und oder Bobs Jacke. Ein Hebel und 15 Metall. Da müssen wir auch mal gucken. Ein Hebel und 15 Metall. Vielleicht finden wir da auch das Buch zufällig. Ich würde das auch mal in Angriff nehmen. Erstmal nach Hause. Wir wandeln jetzt erstmal das Ganze um in Glas. Genau. Die zwei Lämpchen. Und dann einmal zur Werkbank. Jo, umwandeln. Wunderbar. Einmal in die Tiefe mit uns. Hä, wo ist es denn jetzt? Hä? Ach nein. Okay. So. Und einmal gießen. Ich habe kein Wasser mehr. Ach, ich habe ja die Suppen gekocht. Quatsch. Stimmt ja. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich hatte jetzt kein Wasser geholt. Ich hab's draufgeklickt. So, jetzt. Die Beeren tue ich dann auch mal direkt wieder rein. Ja. Vielleicht können wir morgen zu Jenny hin und verkaufen, aber Rüben haben wir ja lange nicht mehr verkauft. Ich glaube, das ist levelabhängig. Ich glaube, wir müssen dann da ein Level hochkommen. Jo, damit ist das gegossen. Und hier sind große schwarze Räume. Kann man hier eigentlich... Nee, ne? Achso, den muss ich noch bauen. Okay. Gut. Gehen wir nach oben. Voll Zeit fürs Bett. Schlafen. Dann würde ich auch sagen, sind wir damit erstmal wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Der Händler ist auch schon gar nicht mehr da. Ach, der Händler. Mann, warum sage ich immer Händler? Der Briefträger. Ja, und dann schauen wir mal, wie unsere Vorbereitung läuft. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.